Herzlich willkommen wieder hier auf meinem Kanal. Heute gibt es eine lange Zeit endlich wieder mal eine neue Runde Brawl Stars. Und das neue Update ist ja jetzt bereits 3 Tage, glaube ich, schon alt. Und es ist ja einiges Neues dazugekommen. Ich wollte dazu jetzt kein neues Video machen, denn das machen ja eh gefühlt jeder Zweite. Und so haben wir gedacht, ich mache einfach heute mal eines, wie ich im Shop erstes mal das Angebot kaufe, das Jubiläumsangebot, und dann das Bindpaket hole, denn da steht nämlich, dass man 2 gewöhnlichen und 1 seltenen oder epischen Pin bekommt. Also, das muss ich dann mir gleich mal holen. Und kaufen, außerdem verwendet, was bin ich jetzt dann? Stufe 13. Kurz vor Stufe 14. Ich werde dann noch eine Runde spielen. Oder wir spielen jetzt dann eine Runde, um dann die Quests zu bekommen. Wir spielen jetzt erst eine Runde und öffnen alles, was wir zu öffnen haben. Und hoffen mal, dass da vielleicht sowas wie Gale dabei ist. Oder ein fetter Leck. Aber ich bin ja Profi, ich schieße da einfach alles kaputt. Und hoffe mal, dass die Lecks gleich aufhören. Dankeschön. Mit Cold ist das eigentlich eine easy Aufgabe. 2 Shellys auch noch als Mates geht auch noch klar. Ist auch erst die 2. Schwierigkeitsstufe, also das sollte easy sein. Und dann können wir 2 Megaboxen, 2 große Boxen aufmachen, bekommen Coins und Gems und können dann noch diese Bin-Box öffnen. Also wir haben einiges noch vor uns. Ich bin gerade ein bisschen lost und low. Aber Schaden macht Cold halt auch mega krass gut. Mit Gadget dann auch nochmal 2 extra Schüsse haben. Macht auch mega Bock. Und dann sollte das eigentlich gleich durch sein. Jetzt kommt er noch zu mir. Okay. Aber wir haben es. Easy. Easiness. Easy Runde, muss man wirklich sagen. Ganz einfach. Das Level haben wir abgeschlossen. Und bekommen wieder 140. Das bedeutet, wir haben die nächste Stufe erreicht. Da können wir dann auch noch weiter Quests erfüllen. Perfekt. Aber wir öffnen jetzt erstmal die untere Box. Und da ist leider nichts drinnen. Schade. Jetzt hoffen wir mal, dass in der nächsten Box was Schönes drin ist. Es reicht auch schon Gadget. Nee, auch kein Gadget oder Star Power. Rang 30, wir sind jetzt Rang 14, also fast die Hälfte jetzt geschafft zu Gale. Aber wir kaufen jetzt erstmal das Angebot. So. 40 Gems. 1100 Münzen und die 2 Megaboxen, let's go. Nichts in der ersten. Oh, das ist bitter. Jetzt muss da bitte was drin sein. Wenigstens ein Gadget oder ein Star Power. Ein Gadget Star Power wäre doch schon cool. Jawohl. Komm, gönn was Cooles. Ja, okay, das machen wir mal. Screenshot, Gadget wenigstens gezogen. Immerhin etwas. Ein neues Gadget immerhin. Aber 6000 Münzen schmecken gut. Die Gems schmecken auch lecker. Das Gadget für Max kann ich aber eigentlich echt gut verwenden. Jetzt habe ich das Star Power und Gadget. Das ist eigentlich für Max ganz gut. Dass ich den da wieder hochpushen kann. Und wir gehen jetzt auf dieses Bin-Paket, das wir uns jetzt gönnen werden. Das werden wir uns jetzt einfach mal ganz geschwind snacken. Poco, Benny, Mr. P. Ich weiß jetzt nicht, was selten ist, was ist. Ich erstelle jetzt einfach mal ein Team.
Ich schaue mir das jetzt mal an. Okay, ich habe jetzt also Mr. B. Okay, das von Boko ist cool. Das von Boko ist echt cool. Das von Benny ist jetzt nicht wirklich anders. Kann da kaum Unterschied erkennen. Das von Mr. B. Ja, geht auch. Aber ich glaube, das Seltene ist das von Boko. Aber das von Boko, das finde ich auch relativ nice. Also das ist eigentlich relativ cooles Bin. Aber ich weiß nicht, ob sich das auszahlt, wirklich sowas zu kaufen für euch. Es ist zwar cool, aber ob man es jetzt wirklich braucht, wer weiß nicht. Aber ich finde das zwar lustig und alles, aber ja, muss natürlich nicht sein, um da 50 Gems für 3 auszugeben. Also da kann man dann schon was anderes, ein Skin oder so damit holen. Aber ich habe es einfach mal für euch gemacht, um zu schauen, wie das aussieht. Und es schaut eigentlich relativ nice aus. Auch wenn ich sagen muss, für Benny erkenne ich jetzt kaum Unterschied von den zweien. Man sieht die hier, die zwei Bennys und unten die zwei Mr. Bees. Ja, da kenne ich den Unterschied, aber was jetzt das Originale war, kann ich jetzt auch nicht mehr sagen. Aber was soll's, es schaut trotzdem relativ nice aus und macht eigentlich trotzdem mega Bock. Und ich würde sagen, das war's von diesem Video, Leute. Es war nur, sollte nur ein kurzes sein, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, mal anzuschauen, wie das Ganze so aussieht, dann, wenn du die Queens kaufst. Außerdem natürlich das Sonderangebot geholt. Das wollte ich dann mit euch zusammen aufmachen. Schön Gadget gezogen. Und ich würde sagen, das war's für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, Leute.